Hey Leute, hier ist der Putschk, Putschk, MC Thomas, jetzt mit seiner neuen Hitsingle Everyday Minecraft Playing, aka Thomageddon, und ich werde für Germi das Video sprechen, und ab jetzt wird dieses Video aus Germis Sicht gesprochen werden. In diesem Video möchte ich über ein paar YouTube-Themen reden und fangen wir einfach mal bei dem Thema YouTube-Algorithmus an, und ich werde dann noch ein bisschen über die positiven und negativen Aspekte reden als YouTuber. Dann möchte ich am Ende vielleicht noch über Arten von Zuschauern reden, aber wie ich mich kenne, schweife ich gerne mal ab und rede einfach kreuz und quer über die Themen ohne große Struktur. Das sehe ich auch als Kritikpunkt an mir, dass die Struktur manchmal echt nicht vorhanden ist. Dann möchte ich über den YouTube-Algorithmus sprechen, und ich dachte früher immer, dass die YouTube-Suche das Allerwichtigste ist, um gefunden zu werden. Das Ding ist, dass die YouTube-Suche für die meisten nicht mehr groß relevant ist. Bei einigen YouTube-Kanälen hat die YouTube-Suche nur noch eine Relevanz von 5%. Aber es gibt auch andere, die auf der YouTube-Suche schon mehr angewiesen sind. Das Wichtigste, um gefunden zu werden, ist, dass YouTube einen auf der Startseite anzeigt. Manchmal werden auch, wenn man ein Video schaut, rechts andere Videos vorgeschlagen. Also die meisten YouTuber profitieren dadurch, dass sie auf der Startseite oder rechts, wenn man ein Video schaut, angezeigt werden. Und ich bin jetzt seit 4 Jahren mit diesem Kanal aktiv. Und ich war zu meinen Anfängen sogar bei den Top 100 der erfolgreichsten Schweizer YouTubern dabei. Dann war ich mit 300.000 Views im Monat sogar im Social Blade Rang 70.000. Und heute ist man mit diesen Views-Zahlen circa bei einem Rang von 150.000. Dadurch sieht man, dass immer mehr YouTuber dazukamen. Aber ihr müsst auch wissen, dass zum Beispiel auf Japan, soweit ich weiß, mehr YouTuber vertreten sind als in Deutschland. In der Schweiz gibt es sehr wenige YouTuber, die irgendwie an Erfolg rankamen. Aber ich schweife ab. Die Frage stellt sich jetzt natürlich, wie man öfter vorgeschlagen wird und was da für Dinge für eine Rolle spielen. Und einige fragen sich sicher auch, wie man erfolgreich auf YouTube wird oder was für Dinge eine Rolle spielen. Und ich selber weiß die Antwort natürlich nicht definitiv, aber ich sehe zum Beispiel bei vielen Let's Playern, dass deren Wachstum einfach nur beschissen ist. Viele wurden weniger relevant und werden auch kaum empfohlen. Es gibt Let's Player, die kriegen pro Part eine Zuschauerbindung von 60% bei einem 20-Minuten-Video, und das sind sehr gute Werte. Trotzdem werden diese Let's Player kaum mehr empfohlen und verlieren sogar an Relevanz. Und wenn bei euch bei einem Let's Play der erste Part eine schlechte Zuschauerbindung hat, zum Beispiel eine von 20%, dann ist das kein Beinbruch, weil die ersten Parts sowieso immer eine schlechte Zuschauerbindung haben. Viele klicken nur rein, skippen sich durch und gehen wieder. Ich hörte also immer wieder, dass die Zuschauerbindung ultra wichtig wäre, und ich bin der Meinung, dass es immer noch natürlich wichtig ist. Kein Video wird gut vorgeschlagen, wenn es eine schlechte Zuschauerbindung hat. Trotzdem habe ich mich gewundert, dass LPs mit so einer krassen Zuschauerbindung einfach nicht gut empfohlen werden. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass YouTube erkennt, dass nur die aktiven Fans und Abonnenten die Videos lange schauen. Sobald neue Leute dazukommen, die damit nichts zu tun haben, schalten die schnell mal ab. Wie es bei dem ersten Part eines Let's Plays ist. Das ist da meine Vermutung. Sonst bleiben wir mal bei dem Punkt. Es gibt zum Beispiel einen Maxify, der aus heutiger Sicht 95 Videos hat und Funny Moments Videos macht auf Deutsch. Der Typ erreicht etwa 50.000 Aufrufe an einem Tag und mit den wenigen Anzahl an Videos. Ich meine, seine Videos sind alle sehr aufwendig, und da ist es normal, dass er da noch nicht so viele Videos online hat. Aber er erreicht auf seine Videos nicht die allerbesten Like-Zahlen, wenn man es mit den Aufrufen vergleicht. Also das Like- und Dislike-Verhältnis ist bei ihm super, aber die Likes-Anzahl für seine Views sind halt echt Standard. Und man sagt halt immer, dass die Like-Zahlen bzw. die Bewertungen wichtig sind, um sehr oft empfohlen zu werden. Aber seine Bewertungen sind halt Standard, und andere erreichen auch Standardbewertungen und werden nicht so oft empfohlen wie er. Um kurz auf den Punkt zu kommen, ich denke, man wird auf YouTube nur noch sehr oft empfohlen, wenn man Videos bringt, die nicht jeden Tag kommen. Videos, die nicht über 20 Minuten gehen, und halt einfach Videos bringt, die ja für die Zuschauer interessant wirken. Man sieht es zum Beispiel gerne bei Let's Plays. Wenn man jeden Tag ein Video bringt von einem Projekt, dann haben meistens viele bei den letzten Parts keine Lust mehr, das LP zu schauen, weil die auch irgendwann mal genug davon gesehen haben. Aber das trifft auch nicht auf alle Projekte zu. Das ist halt echt ein schwieriges Thema. Ich kann mal sagen, wie es bei mir ist. Und zwar kriegen Domtendo Best-Offs meistens immer die meisten Aufrufe. Beim Themenvideo, wo ich gesagt habe, warum ich die Videos nicht mehr selber spreche, haben sehr viele Abonnenten das Video schon angeklickt, als es hochgeladen wurde. Nach 40 Minuten haben es etwa 700 Leute angeklickt, was für meine Verhältnisse krass war. Dementsprechend sah YouTube, dass mein Video speziell Interesse gewonnen hat, und dadurch hat YouTube dieses Themenvideo sehr oft empfohlen auf der Startseite. Und ich bekam dann Kommentare von Leuten, die noch nie ein Video von mir gesehen haben. Und meine Befürchtung ist, dass YouTube also dieses Video sehr oft empfohlen hat, weil sehr viele Abonnenten, sobald es hochgeladen wurde, darauf geklickt haben.
und es wurde überdurchschnittlich als sonst viel öfter angeklickt und deswegen wurde es viel empfohlen. Das ist meine Befürchtung. Also, was ich am wichtigsten ansehe, ist wirklich, dass die Abonnenten sehr viel Interesse zeigen, indem sie ein Video anklicken, sobald es hochgeladen wurde. Das trifft auch bei den meisten Nintendo Best-ofs zu, dass die direkt gut geklickt werden, sobald ich eins veröffentliche. Das heißt, die werden dementsprechend auch immer dadurch öfter empfohlen. Sobald viele deine Videos in den ersten Minuten nach dem Veröffentlichen anklicken, bringt das einen guten Push. Das waren halt meine Erfahrungen. Zuschauerbindung spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, wie man seinen Kanal führt. Viele, die sehr oft empfohlen werden, bringen keine täglichen Videos. Was heißt, dass jedes Video für die meisten Abonnenten noch ein Highlight ist, weil die halt nicht jeden Tag was bringen. Aber ich finde, es ist schon wichtig bei Let's Plays, dass von jedem Projekt jeden Tag ein Video kommt. Wie gesagt, das ist ein schwieriges Thema. Aber durch Let's Plays erfolgreich zu werden, ist sowieso fast eine Unmöglichkeit geworden. Aber jeder sieht Erfolg anders an. Und es gibt immer noch wieder Leute, die aus dem Boden schießen. Meine Videos werden dann meistens für 3 bis 5 Tage öfter empfohlen, sobald ich mal wieder ein Video gebracht habe. Und danach gehen die Aufrufe wieder deutlich niedriger. Also der Algorithmus ist da manchmal schon ganz mies. Man wird übrigens auch meistens an die Leute empfohlen, die euren Content schauen. Also wenn ihr viel Gaming schaut, dann sind auf der Startseite meistens Videos, die auch Gaming angepasst sind. YouTube erkennt sozusagen, was ihr aktiv schaut. Thumbnails, Text, Videotitel ist natürlich auch alles wichtig. Aber ich wollte am Ende einfach mal über meine Gedanken und Erfahrungen reden. Wie so in meinen Augen der YouTube-Algorithmus tickt oder wie halt generell YouTube tickt. Ich bin ja fast seit 4 Jahren auf YouTube und bekam, sobald ich mal Best-ofs gemacht habe, schon schnell meine Aufrufe. Viele wurden auch durch meine Eigenwerbungen und Privatnachrichten auf mich aufmerksam und ich wurde tatsächlich auch sehr oft beleidigt deswegen. Leute schrieben mich an, dass sie mich blockiert haben und mich hat das am Ende irgendwie gar nicht gejuckt. Ich bewundere mich für mein damaliges Ich, dass Kate eigentlich so richtig an mir vorbeiging. Dann gab es auch Zuschauer, die halt gerne mal über mich gelästert haben. Bei einigen war ich locker bei den Top 3 der Leute drin, die am wenigsten leiden können auf YouTube. Einfach nur, weil denen die Best-ofs gar nicht gefallen haben und ich relativ viele Aufrufe bekam. Es gab auch mal eine Phase meines Kanals, wo Leute einfach jedes Video von mir gedisliked haben. Manchmal waren auch Dislike-Bots unterwegs oder die Leute, die 20 Accounts hatten und jedes Video gedisliked haben. Und die meisten YouTuber würden sagen, dass es denen komplett egal ist, wenn viele Dislikes da sind. Es gibt aber tatsächlich Leute, die sich deswegen sehr demotivieren lassen. Gerade Leute, die neu mit YouTube angefangen haben und wo die erste Resonanz sehr viele Dislikes sind, hören die sofort dann auf. Also nicht alle, aber da gibt's einige, die so ticken. Bei mir ist es so, ich schaue auf meine Bewertungen und auch gerne mal, wie viele Kommentare reinkamen. Und wenn mal viele Dislikes da sind, gibt es tatsächlich Tage, wo mich das eher weniger juckt, bis gar nicht. Meistens nerv ich am meisten einfach, dass das Gesamtbild sozusagen anders ist. Ich meine, ein Video zum Beispiel mit 400 Likes und 0 Dislikes ist vom Gesamtbild schöner als ein Video mit 400 Likes und 20 Dislikes. Nur so als Beispiel. Aber es gab auch Tage, wo mich die Dislikes manchmal schon zu denken gegeben haben. Also, wenn es Dislike-Bots sind, dann merkt man das. Und sowas nervt am Ende eher nur, als es irgendwie einen demotiviert. Es demotiviert manchmal vielleicht ein kleines bisschen, aber es nervt am Ende eher nur, als es demotiviert. Wenn man ein Video vielleicht 200 Likes hat und 8 Dislikes hat, dann juckt mich das eher weniger. Ich meine, ich bin seit 4 Jahren auf YouTube und ich habe schon alles erlebt in dieser Richtung. Sollte aber mal ein Video recht viele Dislikes haben und ich weiß, dass es keine Dislike-Bots sind, dann bin ich jemand, der dann gerne mal überlegt, wieso das so ist. Das kann jetzt natürlich auch eine Angriffsfläche geben, aber ja, ich schaue halt schon auf die Bewertungen. Aber solche Videos, die sehr viele Dislikes haben, gibt es eigentlich so gut wie nie. Aber es kam auch schon vor natürlich. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist noch der Punkt, man kann es als YouTuber nicht jedem recht machen. Die letzten Tage, auch heute zum Beispiel, werde ich sehr oft kritisiert wie noch nie. Und als YouTuber muss man damit halt umgehen können. Heute bekam ich zum Beispiel 8 neue Kommentare und 2 davon waren Kritikkommentare. Und beide Kritikkommentare sind sehr provokant formuliert. Und da kommt es jetzt als YouTuber sozusagen darauf an, wie man darauf reagieren soll. Also manchmal ist Kommentare lesen echt anstrengend, wenn man sowieso kaum gute Kommentare bekommt. Und ich wurde zum Beispiel einmal kritisiert, weil eine bestimmte Szene in meinem Best-of nicht drin war. Bei einem 30 Minuten Best-of. Die Szene kannte ich, aber ich habe sie nicht reingeschnitten, weil ich es nicht lustig genug fand. Und ihr wisst gar nicht, wie viele Leute einfach Kritik dalassen und es richtig provokant schreiben. Als YouTuber muss man echt damit umgehen. Am selben Tag gab es noch jemanden, der sich bei der Videolänge des Best-ofs beschwert hat, weil es zu lang ist. Und am selben Tag bekam ich einen Kommentar auf ein anderes Video, dass das Best-of zu kurz ist, obwohl es eine gute und vernünftige Länge hatte, plus alle relevanten Szenen. Da musste ich wieder merken, dass man es einfach nicht jedem recht machen kann. Das ist auch für mich irgendwie schade, da auch Menschen enttäuschen zu müssen, die die Videos einfach zu kurz finden oder zu lang. Aber damit muss man als YouTuber umgehen können. Man muss auch mit Hate zurechtkommen, mit Kritik auch.
Es gibt auch viele Zuschauer, die als Fanboy unterwegs sind. Und wenn man mal sein Kanalkonzept ändert oder ein neues Format startet, dann gab es Vorfälle, wo man von diesen Fanboys am Ende beleidigt wurde, weil ein neues Format gestartet wurde, was den Typen nicht interessiert. Wenn man auch als YouTuber weniger Relevanz hat, muss man sich auch nicht unterkriegen lassen. Ich meine, ich hatte auch mal Phasen, wo ich für ein paar Monate für meine Verhältnisse gute Aufrufe hatte oder sehr viele Kommentare. Man fühlt sich auf eine Art gut auf YouTube. Und dann kam daraufhin im nächsten Monat direkt eine Phase, wo die Views eingebrochen sind wie nichts anderes. Und damit muss man auch umgehen können. Als YouTuber versucht man natürlich auch immer aktiv Videos bringen zu können. Und ich habe mich noch nie durch Kommentare aufgehalten oder durch viele Dislikes oder durch Hatewellen. Aber es gab sogar mal einen Tag, da habe ich geweint. Das lag damals in der Ausbildung und während ich geweint habe, habe ich Let's Plays geschaut und mir Szenen notiert für ein Best-of. Also ich bin da jemand, der sich da noch nie wirklich groß den Kopf hängen gelassen hat. Ich arbeite auch jeden Tag an neuen Videos. Es gab nur einen Tag, wo ich nicht an YouTube gearbeitet habe und das war an einem Geschäftsessen. Selbst im Weihnachtsgeschäft, wo ich innerhalb 4 Tage etwa 70 Stunden gearbeitet habe und nur für 2 Tage und 2 Stunden zu Hause sein konnte, weil da Dauerbetrieb war, habe ich, obwohl ich nicht einmal mehr richtig stehen konnte, weil ich so tot war, YouTube-Videos geschnitten. Ich hasse es, wenn ich für eine längere Zeit keine Videos bringen kann. Und darum probiere ich meistens alles, damit ich auch Videos bringen kann, ohne eine große Videopause zu haben. Das hat natürlich auch damit zu tun, damit der YouTube-Algorithmus auch nett zu mir bleibt. Es gibt sozusagen nichts Schlimmeres, wenn man nicht mehr groß im Gespräch ist oder wenn der YouTube-Algorithmus einen Kanal nicht wirklich belohnt. Das hört sich natürlich auch klickgeil an, aber ich kann jederzeit darauf hinweisen, dass keine billigen Formate auf meinem Kanal habe, wo ich einfach irgendwelche Let's Plays sehen, re-uploade. Oder sonst würde ich auch nur Best-ofs von Nintendo bringen, weil sie am meisten Aufrufe geben. Aber auch ich brauche Abwechslung und Views sind zwar sehr wichtig, aber es ist auch wichtig, dass ich Abwechslung habe. Sonst ist es auch eintönig für mich, jeden Tag ohne Pause denselben Let's Player anzuschauen. Aber so viel mal dazu. Am Ende wollte ich einfach sagen, lasst euch nicht wegen kleinen Hate-Phasen runterkriegen. Wenn ihr mal weniger im Gespräch seid oder weniger Relevanz habt, dann kämpft einfach weiter auf YouTube. Kritik sollte man sich zu Herzen nehmen, aber es gibt auch sehr viel Kritik, wo Leute einfach keine Ahnung von der Materie haben oder einfach einsehen müssen, dass das der falsche Kanal für die Person ist. Ein kleiner Funfact. An manchen Tagen machen mir zum Beispiel die neuesten Kommentare echt wütend. Oder ich denke manchmal echt, dass nur Kinder die Videos anschauen, weil die Kommentare manchmal einfach nur inhaltslos oder random sind. Oder halt Kritikkommentare, die sehr provokant formuliert sind. Und die Kommentare sind halt echt phasenweise immer wieder anders bei mir. Aber es gibt Tage, wo ich keine Motivation durch die Kommentare herhole. Aber dann denke ich mir halt, wie viele Leute trotzdem die Videos gerne ansehen. Und die meisten sind einfach stillschweigende, zufriedene Zuschauer. Das müsst ihr auch wissen. YouTube ist schon etwas Spezielles. Man erlebt als YouTuber schon sehr viele Dinge. Ich wurde dann auch gefragt, wie ich meine Community ansehe. Ich selber muss sagen, es gibt Leute, die schauen zum Beispiel nur Domtendo Best-ofs. Einige schauen nur die Themenvideos und für jeden Best-of-Bereich oder Format haben halt sozusagen Leute, die es gern schauen. Um es kurz zu sagen, ich sehe immer wieder Zuschauer, die zum Beispiel mich anhimmeln und halt sagen, ich sei der Beste und alles, was sowieso schon mal komisch ist, wenn man es mir zu mir sagt, dass ich der Beste wäre. Und solche Zuschauer, die die krassesten Kommentare schreiben, sind zum Beispiel auch gerne mal Leute, die sich nach einer Woche nie mehr hören lassen. Zuschauer kommen und gehen oder werden von aktiven Kommentarschreibern zu Leuten, die einfach verschwunden sind. Es gibt auch jemand, die schaute mal einen Let's Player sehr aktiv und dann fand die einen anderen Let's Player und schon hat sie den ersten Let's Player nicht mehr geschaut. Und auch bei mir gab es solche Leute. Es gibt auch Zuschauer, mit denen man sich angefreundet hat. Andere Zuschauer melden sich vielleicht bei jedem fünften Video. Sobald ein Zuschauer einen normalen YouTube-Namen hat plus ein normales Profilbild, kennt man den Zuschauer irgendwann nach 3 bis 5 Kommentaren, die man von der Person gelesen hat. Im Ganzen kann man es so sagen. Die Leute, die abonniert haben, kommentieren meistens die neuen Videos. Aber ältere Videos werden meistens von eher kleineren Kindern kommentiert, die manchmal nicht einfach mal peilen, dass sie nicht auf dem Kanal des Let's Players befinden, wovon das Best-of handelt. Die Kommentarkultur ist einfach eine Sache für sich. Es gab aber auch zum Beispiel Tage, wo die Kommentare nur gut waren. Da gibt es einfach alles. Ich möchte fast schon meinen, ich hatte 99% aller Kommentare schon erlebt. Da gibt es auch zum Beispiel Leute, die schreiben. Zum Beispiel, dass man arrogant sei, weil man denen nach 10 Stunden nicht geantwortet hat, was daran lag, weil man unterwegs war. Das war jetzt auch wieder nur ein Beispiel. Viele Kommentare sind ja auch, wie gesagt, sehr gut formuliert. Kritik oder auch nettes Lob. Es ist einfach nur krass, wie sich das phasenweise manchmal ändern kann für ein paar Tage. Naja, ich habe sicher durcheinander wieder über die Themen geredet. Sollte das der Fall sein, tut's mir natürlich wie immer leid. In meinen Augen ist und waren das auch schwierige Themen. Aber ich hoffe, dass es für einige interessant war. Gerade an diejenigen, die YouTube machen, konntet ihr teilweise meine Gedanken oder Worte nachvollziehen. Ich meine, das war jetzt alles nur aus meiner Sicht. Bei anderen kann es komplett anders aussehen. Ich meine, sobald ein bisschen mehr Reichweite auf einen zutrifft oder ein Video mal mehr empfohlen wird, dann kommen immer wieder neue Leute auf die Videos. Naja,
Ich beende an dieser Stelle mal dieses Video und ich bin echt gespannt, ob es unter diesem Themenvideo Leute gibt, die schreiben, dass das Video gut war, obwohl das Video erst seit einer Minute draußen ist. Das sind auch echte Klassiker unter den Kommentaren. Naja, euer Feedback ist mir wichtig. Danke noch für die Aufmerksamkeit, die ihr mir geschenkt habt. Ciao, Leute!